Wir konnten Gutes tun heute. Es ging eine gute Summe an viele Vereine hier aus der Region. An wen überhaupt insgesamt? Ja, insgesamt konnten wir heute 17 Vereine glücklich machen in Cottbus Nord und Süd sozusagen. Da war alles dabei, von der mobilen Tanzboden über eine Sanierung einer Orgel. Also wir hatten wirklich ein breites Spektrum. Und insgesamt muss man sagen, 33.400 Euro ausgeschüttet heute. Das ist echt schon eine spektakuläre Summe. Kurz nachgefragt, das Geld kommt woher? Das Geld kommt aus dem PS-Zweckertrag. Das kommt eigentlich auch von unseren Kunden vor allen Dingen, nämlich dann, wenn unser Kunde ein PS-Los kauft. Und dazu möchte ich jeden animieren, 5 Euro im Monat, 4 Euro davon werden gespart, kommen am Jahresende zurück als Bonus, als Weihnachtsbonus und 1 Euro ist Loseinsatz und dafür kann man dann 5.000 Euro monatlich gewinnen oder sogar 500.000 Euro im Jahr. Da gibt es insgesamt 15 Auslosungen und wie gesagt, einen großen Teil davon geht auch zurück in solche PS-Zweckertrag, in die Spenden und damit tut man was Gutes für die Region. Man hält stolz in den Händen einen Check über 1.500 Euro. Wo geht denn das Geld hin und in was vor allem? Also das Geld, diese 1.500 Euro sind dafür gedacht für die Anschaffung eines Laptops, eines Beamers und einer Leinwand. Diese Geräte wollen wir für die Aus- und Weiterbildung unserer Kinder und Jugendlichen nutzen, natürlich auch für die Erwachsenen der Feuerwehr Hähnchen. Das heißt konkret, ihr habt gerade so ein bisschen Umbau oder wie ist das? Also es soll in diesem Jahr angefangen werden mit dem neuen Feuerwehrtrakt und Dorfgemeinschaftshaus in Hähnchen und bis das fertig ist, können wir das natürlich schon nutzen und wenn wir das im alten Gerätehaus noch mit nutzen können, das ist ganz klar, aber dann, wenn das neue Feuerwehrgerätehaus fertig ist, dann können wir es da natürlich zum Einsatz bringen. Wie kann denn ein Verein überhaupt an so eine wunderschöne Förderung kommen? Ja, indem sie ganz einfach mit uns in Kontakt treten, beziehungsweise wir mit den Vereinen. Wir haben ja sehr, sehr viele Vereine bei uns in der Region und wir kennen uns bestens im Geschäftsgebiet aus und wir wissen natürlich auch, wo es klemmt, ne? Wo die Vereine einfach auch finanzielle Unterstützung benötigen. Und das ist dann auch der Ansatz für uns zu sagen, wir laden sie ein, kommen sie zu uns und dann machen wir auch sehr, sehr gerne diese Abende, wie diese absolute Highlight natürlich sind. 2.300 Euro, das sind stolze Gesichter, oder? Das ist selbstverständlich. Die Sparkasse unterstützt uns beim Bau einer kleinen Bühne in einem Gutspark. Der war vor vielen Jahren total verwildert. Wir haben jetzt ja erstmal auch noch geschaffen, haben ein paar Wegebeziehungen gemacht, Parkplätze gebaut, Entfindungsmauer schon mit Unterstützung der Sparkasse und wollen jetzt für die Vereine, für die Kita eine kleine Bühne bauen. Und die Bühne soll genutzt werden auch bei Tanzveranstaltungen, öffentlichen Veranstaltungen, wenn die Jugend mal was plant. Es können dann später auch mal, ich sag's mal, wir haben ja auch große Hochzeiten im Spreewald dort gefeiert werden. Und es ist eigentlich ein Zukunftsobjekt, wo man lang atmet, wo viel Geld braucht und viel gemeinnützige Arbeit. Insgesamt gibt es da so einen groben Plan, wie das jetzt wann zustatten gehen soll? In diesem Jahr ein Podest aus Findlingen bis 90 cm Höhe und im nächsten Jahr wollen wir versuchen, das im Haushalt einzustellen, dass für den Hochbau, also speziell der Massivbau, Holz und oben das Dach, das im Haushalt das eingestellt werden kann. Leider hat uns in den letzten fünf Jahren die Kommunalaufsicht das Geld dafür gestrichen. Die sagen, ein Bühnenbau ist eine freiwillige Leistung und wir dürfen nur Pflichtaufgaben bezahlen. Aber sie ist wichtig für die Vereinsarbeit. Wie gesagt, wir haben Tanzgirls, wir haben Tanzgruppen, wir haben viele Sportler, die auch selbst viel tanzen. Traditionsverein wird auch viel getanzt und dafür ist es ganz wichtig. Da ist quasi alles dabei. Da ist Jazzdance, da ist Fechten, da ist Fußball dabei, da ist der Bau einer Bühne dabei, da ist eine Orgelrettung dabei. Das ist für uns eigentlich das ganz, ganz Wesentliche. Das Geld, was wir verdienen, bleibt natürlich auch hier vor Ort und auch was bei den PS-Losen von den Kunden ja auch selber angespart wird, was über diese Spenden wieder rausgegeben wird, das bleibt jeder Cent hier in der Region.